Ja, hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal Karinas Kochecke. Heute möchte ich mit euch einen leckeren Linseneintopf kochen, der tatsächlich nur so 25 bis 30 Minuten braucht und dann steht das Essen schon auf dem Tisch und gesund ist es noch dazu. Wenn ihr das Ganze vegetarisch haben möchtet, dann lasst ihr Mettwurst einfach raus. Ich mache ihn heute mit Mettwurst, einfach um mal einen neuen Geschmack reinzubekommen. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir los. Ich habe hier eine große Schale mit Gemüse und Kartoffeln und da muss jetzt erstmal alles geschnippelt werden. Ich fange hier mit der Zwiebel an. Das ist noch so ein Rest von der Gemüsezwiebel. Und die schneiden wir jetzt erstmal in Würfelchen. Ihr kennt das ja, ich bin nicht der große Zwiebelschneider. Das sieht immer ein bisschen komisch bei mir aus, aber ich denke, es gibt Schlimmeres. Bin ja auch kein Profikoch. So, dann mache ich das einfach so und schneide den Würfel runter. Das funktioniert eigentlich ganz prima. So, und der Rest, der da so übrig bleibt, dieses Wurzelwerk hinten, das lasse ich einfach weg. Das kommt dann auch weg, weil das kriegt man auch nicht gar gekocht. Ja, und wenn ich sehe, hier sind noch so große Dinger, dann wusel ich da noch einmal mit dem Messer drüber. So, das schaut gut aus. Denn dann können wir schon mal anfangen, die Zwiebelwürfel anzudünsten und in der Zwischenzeit dann das andere Gemüse schneiden. Und dazu nehme ich hier wieder meine Platte. Kennt ihr ja schon. Ein bisschen darüber. So. Und gebe ich hier ein bisschen Rapsöl in den Topf. So guten Esslöffel schätzungsweise. Und dann machen wir die Platte auf mittlere Stufe an. Und packen ruhig schon die Zwiebel rein. Die soll ja jetzt in Ruhe glasig dünsten. So. Und gleich, wenn wir den weiteren Verlauf der Suppe machen, dann hole ich euch hier mal näher ran, dass ihr auch ordentlich in den Topf gucken könnt. So. Und jetzt schnibbeln wir in der Zwischenzeit halt das andere Gemüse. Ich habe hier noch Stangensellerie und den schneide ich wirklich nur hier so in Würfelchen. Denn das geht dann am besten, dann wird alles super gar. Denn insgesamt kocht die Suppe vielleicht 20 bis 25 Minuten wegen der Kartoffeln halt. So, und dann könnt ihr euch auch mehrere da hinlegen. Den Stangensellerien solltet ihr vorher auf jeden Fall einmal waschen. So, die Zwiebeln schalte ich ein klein bisschen runter auf kleinere Stufe, denn die können dann wunderbar hier andünsten. Die sollen ja jetzt nicht braun werden, aber schon mal glasig werden. Es dauert in der Regel so 3 Minütchen. So, wie man den Sellerie schneidet, habt ihr ja jetzt gesehen. Ich spule euch dann nämlich jetzt vor und zeige euch dann das nächste Gemüse. Es dauert ja sonst für euch doch zu lange. Auch den Stangensellerie gebe ich ruhig schon zu den Zwiebeln dazu. Der kann jetzt noch 1 Minute mit andünsten. Zwischendurch mal rühren. So. Als nächstes schneide ich jetzt die Möhren. Die brauchen mit am längsten. Die kleinen Möhren einfach so in dünne Scheiben.
Und gleich zeige ich euch noch, wie ich das bei der größeren Möhre mache. Die schneide ich dann eher in grobe Würfel. Aber so zarte Möhrchen, die kann man durchaus in Scheiben schneiden. Und so schneidet man sich auch nicht die Finger ab. So, hier halbiere ich die Möhre. Und schneide sie dann in Scheiben, damit das dann nicht so riesige Unterschiede sind. So, und das mache ich jetzt mit meinen ganzen Möhren. Es sind 5 Stück. Ich spule euch dann wieder vor. So, jetzt hole ich euch erstmal näher ran, dass ihr gleich besser in den Topf gucken könnt, während ich das Gemüse weiter schnibbel. Kann das nämlich richtig schön hier anschwitzen. Das ist jetzt auch gleich soweit. Und in der Zeit schneide ich noch ein bisschen das Gemüse. Ich habe den Topf jetzt auf ganz niedrig gestellt, damit das Gemüse da nicht drin anbrennt, bis ich alles geschnibbelt habe. So, jetzt schalten wir das Ganze wieder etwas höher auf mittlere Stufe. Dann können die Möhren auch schon anfangen zu garen. Ich habe hier jetzt noch Porree, den schneide ich zum Schluss. Schneide jetzt erstmal noch die Kartoffeln, weil die ja auch ein bisschen brauchen. Und die schneide ich wirklich nur so in mundgerechte Stücke. Nicht zu klein, nicht zu groß. Einfach so mundgerecht halt. So, das mache ich jetzt eben noch. Ich spule euch mal vor. Das ist nicht wirklich so interessant. So, die Kartoffeln haben wir auch schon geschnitten. Jetzt schneide ich noch den Porree und auch die Mettwurst. Die könnt ihr auch weglassen, wenn ihr wollt. Dann ist das Ganze super vegetarisch. Den Porree, den schneide ich so zweimal längs ein. Gewaschen habe ich den schon. Und dann schneide ich ihn so runter. Der ist schon etwas weicher, der ist auch schon ein bisschen älter, aber für so eine Suppe reicht das allemal. Die Suppe ist halt super auch zur Resteverwertung geeignet. Also die Zutaten, die ihr da reintut, die sind nicht in Stein gemeißelt. Habt ihr noch ein bisschen Paprika oder Knollensellerie, anderes Suppengemüse oder generell Gemüse, Brokkoli, Blumenkohl, kann alles mit da rein. Überhaupt kein Problem. Das ist so ein quer durch den Garten Ding. So. Nur, dass ich für diesen Eintopf bisschen andere Gewürze nachher benutze. Aber das werdet ihr ja dann gleich noch sehen. Also das neue Brettchen ist wirklich super. Gefällt mir sehr, sehr gut. Die Rille stört zwar ein bisschen, aber ansonsten hervorragend. So, jetzt hole ich noch die Mettwurst zum Schnibbeln. Dann haben wir es hier auch mit der Schnibbelei geschafft. Hier habe ich 4 Mettenden und die schnibbel ich jetzt noch in Scheiben. Die braucht ihr auch nicht einzeln schnibbeln oder so. Die legt ihr euch einfach so schön zusammen. Und dann kriegt ihr auch schöne, gleichmäßige Scheiben. Kommt jetzt noch mit da rein. Und jetzt lassen wir das Ganze erstmal
für 5 Minuten unter häufigerem Rühren zusammen anschmurgeln. Und dann braucht ihr als nächstes 500 Milliliter oder eher gesagt ungefähr ein Dreiviertel Liter Gemüsebrühe. So, einmal gut durchrühren. Und dann erstmal 5 Minuten so lassen. Zwischendurch immer mal wieder rühren. So, das Ganze habe ich jetzt 5 Minuten schön gemeinsam anschwitzen lassen. Jetzt duftet die Mettwurst auch. Und jetzt lösche ich das mit 750 Milliliter Brühe ab. Dazu kommt ein Paket passierte Tomaten. So. Und eine Dose Kokosmilch. Ich habe jetzt hier die fettreduzierte, ihr könnt auch die vollfette Variante nutzen. So. Einmal gut verrühren. Wir haben jetzt extra noch nicht gewürzt, weil wir ja jetzt die roten Linsen mit dazugeben. Und wenn man rote Linsen in Kontakt mit Salz bringt, dann garen die nicht so gut. Und deshalb geben wir die jetzt dazu, lassen das Ganze erst garen und würzen es dann. So. Die roten Linsen, die solltet ihr unbedingt immer mit kaltem Wasser einmal abspülen, auch wenn sie dann so hart werden. Aber die weichen ja gleich wieder auf, denn die sind extrem staubig. Und den Staub, den wollt ihr nicht in eurem Essen. Wenn ihr jetzt so zwei, dreimal durchgerührt habt, dann sind die roten Linsen wieder ganz normal. So. Und jetzt machen wir den Deckel drauf und lassen das Ganze erstmal einfach gar köcheln. Und zwar 15 Minuten. Denn die Kartoffeln haben wir ja schön klein geschnitten. Und der kann das jetzt ganz in Ruhe gar köcheln. Da reichen 15 Minuten voll und ganz. Und in 15 Minuten sehen wir uns wieder. So, die Suppe hat jetzt 20 Minuten gekocht. Zwischendurch habe ich immer wieder umgerührt, weil sich die roten Linsen gerne am Boden absetzen. Und jetzt wird das Ganze gewürzt. Noch einmal kurz durchrühren. Gewürzt wird jetzt erstmal mit reichlich Salz, denn an der Suppe ist ja jetzt noch gar kein Salz dran. Dann gebe ich dabei ein bisschen Kurkuma. Ein bisschen Pfeffer. Ein bisschen Paprika edelsüß. Ganz nach eurem eigenen Geschmack. So ungefähr ein Teelöffel erstmal von allem. Ein bisschen Korianderpulver. Und auch ein bisschen Schwarzkümmel. Dann schmecken wir das Ganze jetzt gleich einmal ab. Nochmal kräftig verrühren. Und dann probieren wir das Ganze jetzt einmal. Sehr gut getroffen. Schon perfekt. Und ihr schmeckt einfach ab und wenn noch zu wenig dran ist, würzt da einfach nach. Aber die Mettwurst gibt dem Ganzen ja auch noch Geschmack. Und da die ja auch viel Salz enthält und wir Gemüsebrühe dran gemacht haben, braucht es dann gar nicht so viel Salz. So, den Herd können wir jetzt ausschalten.
dann können wir auch schon einen Teller anrichten. Schön sämig geworden, die Suppe. Genau so finde ich das super. Ihr bekommt jetzt gleich noch die Nahaufnahme und ich verabschiede mich schon mal von euch. Hoffentlich seid ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Tschüss. Ja, und hier seht ihr sie. Die super leckere, schnelle Linsensuppe. Mit Mettwursteinlage. Wenn ihr die weglasst, habt ihr auch ein tolles vegetarisches Essen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben!